ich würde Sie erstmal bitten, sich vorzustellen. Es ist jetzt zwar ein bisschen blöd, weil man kennt Sie Land auf, Land ab, aber vielleicht haben Sie ja eine andere Erklärung, wer Sie sind. Gott, ja, ich bin Markus Lanz, aber es stimmt schon. Es gibt so die Medienfigur, ne? Und dann gibt es den, der manchmal so neben sich steht und sich wundert, was da eigentlich alles gerade so passiert. Dazu muss man wissen, dass ich aus so einem kleinen Bergdorf in den Dolomiten komme. Ja? Südtirol. Südtirol, ja, genau. Und deswegen steht man da manchmal staunend davor und fragt sich, wie das Leben eigentlich so ist und was das Leben alles spielen kann. Ja? Und immer wenn du denkst, jetzt ist Schicht, dann geht plötzlich eine neue Tür auf. Ich habe tatsächlich kürzlich einen Schnipsel gefunden, da waren Sie bei RTL noch und haben irgendeinen so Bananebeitrag anmoderiert. Ist das noch etwas, was Sie mit Würde tragen? Also ich meine, so ein Thema, was man schnell wieder vergisst, was dazu da ist, um Boulevardbedürfnisse zu befriedigen, womit man aber nicht in die Fernsehgeschichte wahrscheinlich eingeht. Geht man schon, aber halt eher unteres Regal. Die Frage war, ob ich dazu stehe oder ob mir das unangenehm ist. Also beide Male, einmal ja und einmal nein. Ich könnte es mir einfach machen und sagen, ich war jung und brauchte das Geld. Mhm. Es ist aber vor allen Dingen eine sehr gute Schule gewesen. Ich habe da viel gelernt und man sollte nie den Fehler machen, sozusagen die es machen, mit dem zu verwechseln, was sie da tun. Mhm. Ja. Also das sind zum Teil sehr, sehr, sehr gute Kollegen, die ich da kennengelernt habe. Viel. Ich sag mal, auch das öffentlich-rechtliche System ist, glaube ich, durch das Privatfernsehen und durch den Privatrundfunk nicht unbedingt schlechter geworden, sondern im Zweifel schneller geworden. Da findet eine Überprüfung statt. Das hat uns besser gemacht. Also insofern ist mir da irgendwie eine gewisse Überheblichkeit, von der bin ich sehr, sehr weit entfernt. Aber weil Sie sagten, man weiß nicht, ist das der Mensch, den man dort sieht, tatsächlich der man ist. Haben Sie denn inzwischen beim ZDF Ihre Rolle gefunden? Das müssen natürlich andere beurteilen. Also aus Ihrer Perspektive, Sie stehen ja auch bestimmt neben sich und gucken sich auch mal zu. Ja, man ist ja dann mal leicht befangen, wie Sie sich vorstellen können. Ich gucke mir übrigens auch nie selber zu. Ich frage anders, fühlen Sie sich wohl beim ZDF? Ja, genau. Wenn das die Frage ist, ja. Und wenn Sie sagen, die Rolle gefunden, würde ich sagen, ja. Das war ja eine lange Entwicklung, über 10, fast 15 Jahre. Und ich sage mal so, wir haben beim Wendler begonnen und sind jetzt bei Olaf Scholz. Und das ist jetzt nichts, was mir nicht gefällt. Ja, Sie können doch stolz sein, Sie werden ja jetzt ausgezeichnet wieder als Journalist des Jahres zum zweiten Mal. Fühlen Sie sich eigentlich in erster Linie als Journalist? Also ist das die Kategorie, die Sie möglicherweise im Hotel eintragen, wenn Sie dort einchecken? Tatsächlich ja. Dieser Beruf des Moderators, ja, das ist einer, den ich nie angebe. Ich erzähle auch nie, was ich mache, weil mir der bis heute suspekt ist. Das ist ein komisches Wort. Ich kann damit nicht so richtig was anfangen. Allein schon deshalb, weil der Akt des Moderatorwerdens ist ein sehr willkürlicher. Irgendjemand pickt sie und sagt, mach du das jetzt mal. Aus welchen Gründen auch immer. Und deswegen darf man halt umgekehrt dann auch nicht sauer sein, wenn dann irgendwann einer kommt und sagt, pass auf, dich möchte ich jetzt aber nicht mehr. Das ist beides gleichermaßen okay. Das muss man sich klar machen. Das ist sozusagen der Deal, den man da eingeht. Aber die Rolle oder Beruf des Journalisten ist einer, der mir Spaß macht. Ich mag keine Ideologie. Deswegen finde ich, haben wir als Journalisten da schon auch eine echt wichtige Funktion. Wir müssen immer noch mal ein bisschen genauer hinhören, ein bisschen genauer hinsehen, uns wirklich fragen, ob die Dinge so sind, wie sie vermeintlich erscheinen und so weiter. Gerade auch in der heutigen Zeit, in dieser polarisierten, aufgeheizten Stimmung, wo immer sehr schnell klar ist, was schwarz und was weiß ist. Und mir ist das immer suspekt. Auch deswegen, weil ich weiß, überall da, wo Ideologie ist, ist das Geschäftsmodell meistens nicht weit. Und insofern haben wir da eine wichtige Funktion. Das andere ist natürlich das ganze Thema der Plattformen. In dem Maß, wie wir geflutet werden von Informationen, die überall und jederzeit verfügbar ist, ist Klarheit. Und die müssen wir schaffen und herstellen. Ist Klarheit ein Wert an sich, finde ich. Und dieser Wert wird immer wichtiger, je größer diese Informationsflut wird und je mehr sich da an steiler Welle aufbaut. Auch deshalb, weil ja die großen Plattformen, speziell jetzt Alphabet, also Google, Facebook und wie sie alle heißen, ja sich der eigentlichen journalistischen Verantwortung ja entziehen. Also die bieten den Leuten eine Plattform und sagen, du bist jetzt dein eigener Sender, aber was du da machst, damit habe ich nichts zu tun. Ich finde, das ist ein sehr schlanker Fuß, den die sich da zum Teil machen, der nicht nur Journalismus bedroht, der auch unser Modell ganz massiv bedroht.
sondern der auch mit der Gesellschaft was macht. Und insofern ist diese Transformation, also das Zeitalter der Informationstechnologie, an dem wir jetzt gerade wirklich sind und in das wir wirklich eintreten, ist ein spannender, aber auch ein sehr gefährlicher Punkt. Nun ist vielleicht heute nicht der richtige Tag, um auch nach selbstkritischen Reflexionen zu fragen, weil Sie ausgezeichnet werden, aber vielleicht ist es ja gerade ein guter Ausgleich, dass ich jetzt frage, ob Ihnen das immer gelungen ist, was Sie selber für Ansprüche an sich selbst stellen. Ich sage mal, das wohl auffälligste, was ich erlebt habe, weil es auch Auswirkungen gab tatsächlich in der Glaubwürdigkeit, war das Interview mit Sarah Wagenknecht. Da gab es dann anschließend eine Gründung eines Vereins, Publikumskonferenz. Bis heute sind die noch sehr aktiv und erheben den Anspruch aus der Tatsache, dass sie Rundfunkbeitrag bezahlen, dass sie mitreden dürfen. Aber vielleicht war das auch nur eine Ausnahme und Sie gehen immer nach Hause und sagen, das war heute schon, und da würde ich mich mit anschließen, immer wieder ein neues Suchen nach der Wahrheit, und das provoziert auch Reibung natürlich. Ja, also dieses Sarah Wagenknecht-Ding, über das ist ja schon oft und sehr ausführlich und erschöpfend gesprochen worden. Aus heutiger Sicht ist ganz interessant, wenn man es, war glaube ich 2012, und das ist lange her, weil wir haben 2021, wenn Sie sich das heute anschauen, dann würde ich sagen, war das in der Konstellation unglücklich. Also ich bleibe eigentlich bei der Bewertung, bei der ich immer war. Das Gefühl, dass da entsteht, zwei Männer gegen eine Frau und so weiter, das kann man definitiv besser machen. Von dem Interview an sich, ich kann ja nur über meinen Part sprechen, muss ich immer wieder Wert darauf festlegen, dass das, worum es eigentlich ging, und das ist auch etwas, was ich auch gerne zurückspiele, worum es eigentlich ging, das wurde nicht wirklich wahrgenommen, nicht wirklich rezipiert. Also wenn Sie, meine Frage war, es ging um das Programm der Linkspartei zur Europawahl, und in dieser Präambel wurde die EU als eine diktatorische, militaristische Veranstaltung beschrieben, sagen wir es mal ganz neutral. Und das war etwas, was ich nicht verstanden habe, zumal da jemand erstens vor mir saß, der selber im EU-Parlament war, Sarah Wagenknecht war dort, das ist das eine. Und das andere war halt, ich hatte einfach Schwierigkeiten mit diesem Wort diktatorisch, aus diversen Gründen und unter anderem auch mit Blick auf die Linkspartei. Sie können sich vorstellen, warum. Und das ist das ganze Ding. Interessanterweise, beim Parteitag wenig später in Hamburg, ist genau das aus dieser Präambel verschwunden. Und insofern haben wir da auch was bewirkt. Das heißt aber nicht, dass das ein optimales, perfektes Interview war. Gar keine Frage. Zwischen mir und Sarah Wagenknecht, um das auch noch mal jetzt endgültig und für alle Zeiten zu sagen, ist auch nichts von übrig geblieben. Ich schätze die unheimlich. Schätze sie ehrlich gesagt gerade in den letzten Jahren auch noch mal in publizistischer Weise sehr. Lese wahnsinnig gerne ihre Kolumnen. Das ist ganz präzise, penibel recherchiert. Das ist bester Journalismus. Und insofern Sarah Wagenknecht, fachlich, qualitativ und ehrlich gesagt auch als Kollegin an dem Punkt, ist jemand, den ich über alle Maßen schätze. Und um wieder eigentlich zum heutigen Höhepunkt zurückzukommen, zur Journalistenpreisverleihung. Sie bekommen den ja wegen außergewöhnlicher journalistischer Leistung. Und Sie haben bestimmt auch mitbekommen, dass in der ARD-Programmdirektion Sie sowas wie eine Benchmark sind. Ja, das also, habe ich gelesen, ja. Wie fühlt man sich da? Wissen Sie, tatsächlich gehört das Nachdenken sozusagen darüber, wer man selber ist oder was man selber macht und so weiter. Das ist jetzt nicht das, womit ich mich von morgens bis abends beschäftige, sondern mein Job ist in erster Linie sozusagen, über andere nachzudenken. Sie haben keine Strategie, was Ihren beruflichen Weg anbelangt, was Sie erreichen wollen, was Sie für ein Ziel haben pro Sendung zum Beispiel, dass Sie kaum Urlaub machen in diesem Jahr zum Beispiel? Nee, das ja. Nein, das überlegen wir uns natürlich, weil wir einfach das Gefühl haben, das ganze Rad dreht sich so schnell, dass man es sich irgendwie, gerade in diesem Jahr, Bundestagswahlkampf, eine Ära endet, ja, die Ära Merkel und so weiter, nicht wirklich leisten kann, wochenlang einfach vom Schirm zu sein. Und tatsächlich war es ja auch so. Es ist unglaublich viel passiert, allein in den letzten Wochen. Ne? Und aber das ist jetzt kein strategisches Ding, dass man sich jeden Tag hinsetzt und überlegt, wo will ich in genau 5 Jahren sein. Das ist etwas, was ich auch im Laufe der Jahre gelernt habe. Wenn es Dinge gibt, die sich nicht planen lassen, dann genau diese. Dann passiert, verrutscht Ihnen irgendein Interview und dann ist Ihre schöne Lebensplanung plötzlich komplett eine andere. Dann sind Sie übermorgen auch draußen. Das geht ja auch. Also insofern, mein Hauptjob ist es, über andere nachzudenken, Widersprüchlichkeiten aufzudecken, Phrasen zu entlarven, Leute aus
aus dem Tritt zu bringen, die eigentlich auserzählt sind, weil sie jeden Tag nicht nur ein Interview, sondern ein halbes Dutzend geben und die auf alles vermeintlich eine gute Antwort haben. Und dann muss man halt dranbleiben und hellwach sein. Das gelingt manchmal, manchmal aber auch nicht. Ich versuche es nochmal anders. Es gibt so ein Buch, ich habe den Titel nicht mehr genau im Kopf, aber sinngemäß die 1000 Orte, die du besucht haben musst, bevor du stirbst. Gibt es noch jemanden, den Sie interviewen wollen, der Sie reizt, der Sie neugierig werden lässt, wo Sie sagen, den brauche ich noch, um auch für mich vielleicht klar was zu justieren? Wenn man da so eine halbe Stunde da gibt es einige, wenn man jetzt mal einfach nur mal in Deutschland bleibt, ich würde zum Beispiel gerne mal eine Stunde oder gerne auch anderthalb mal mit Sigmar Gabriel über Außenpolitik sprechen, würde mich mal interessieren. Weil ich das Gefühl habe, der Letzte, der wirklich auf dem Schirm hatte, was zum Beispiel im Verhältnis zu China passiert, was das große Seidenstraßenprojekt wirklich ist, was 17 plus 1 wirklich bedeutet, wer die 12 Länder sind in Europa, die identifiziert haben als die Staaten, von denen man sagt, da können wir ran. Was Merkel meint, wenn sie sagt zu Xi Jinping, sie müssen nicht nur mit den armen Ländern in Europa reden, sie können auch mit ganz Europa sprechen. Und er ignoriert sie einfach. Also was ist da die Strategie dahinter? Da habe ich immer das Gefühl, Sigmar Gabriel war einer der Letzten, die das wirklich auf dem Schirm hatten. Und irgendwie reden wir aber stattdessen die ganze Zeit über Gendersternchen und alles Mögliche. Und die wirklich großen Themen, und das ist auch ein Ärgernis, finde ich, auch in diesem Wahlkampf, die fallen wirklich hinten über. Ich kann dir verraten, Sie standen auf meiner Liste der noch zu interviewenden Menschen. Ich bedanke mich dafür, dass Sie... Wirklich? Ja, natürlich, klar. Vor 2 Jahren ist es mir leider nicht gelungen, da mussten Sie schnell weg, glaube ich. Und ansonsten sind Sie ja, glaube ich, auch sehr stark eingebunden. Das und stimmt. Ich würde Sie gerne die Gelegenheit jetzt hier. Das freut mich. Ich mache ja nicht oft Interviews, weil ich lieber selber welche mache. Und insofern freut mich, dass das geklappt hat. Herzlichen Glückwunsch zum Journalisten des Jahres. Dankeschön, danke.